Ich war offen für das, was kommt und bin sehr gespannt in die Vorlesungen gegangen. Ich habe mich gefreut auf die fachliche Ausbildung. Durch meine genaue Semesterplanung, wo ich mich lange und intensiv damit auseinandergesetzt habe, wo ich welche Lehrveranstaltungen besuchen möchte, konnte ich relativ entspannt die ersten Wochen genießen. Also generell sieht es im Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung so aus, dass man an mehreren Unis und Hochschulen gleichzeitig studiert. Also in meinem Fall an drei verschiedenen, Informatik hauptsächlich an der TU und Deutsch an der Karl-Franzens-Uni und an der BH Steiermark. Und hier sieht es jetzt so aus, dass man zum einen Lehrveranstaltungen aus dem fachlichen Bereich hat, also da lernt man das Ganze, was man den Schülern daneben an inhaltlichem Wissen beibringen muss, und auch die fachdidaktischen Lehrveranstaltungen, die beschäftigen sich mit dem Großen, wie man einem Schüler, einer Schülerin unter gewissen Umständen etwas beibringt. Und durch diesen Wechsel zwischen fachlichen und fachdidaktischen Lehrveranstaltungen wirkt das Studium eben sehr abwechslungsreich und spannend. Es ist immer wieder toll, was man in den verschiedenen Kursen und Seminaren wieder lernt für die verschiedenen Unterrichtsthemen, die man für Schülerinnen und Schüler ausarbeiten kann. Auch die Inputs, die man von seinen Studienkolleginnen und Kollegen bekommt, finde ich fantastisch. Die Vielseitigkeit des Studiums, egal ob man jetzt lernt, wie man eine Unterrichtsstunde richtig aufbaut oder auch wie was in einem Filmstudium so abläuft, das finde ich fantastisch. Bis jetzt, ich bin erst im fünften Semester, war der prägendste oder eigentlich der schönste Moment in meinem Studium das Schulpraktikum an einer neuen Mittelschule im Fach Informatik. Man muss sich das so vorstellen, wie wenn früher, als wir selbst noch Schülerinnen und Schüler waren, eine neue Lehrperson in die Klasse kam. Man wird zuerst einmal mit großen Augen angesehen, was ist da jetzt los? Aber wenn man es einmal geschafft hat, das Eis zu brechen und zu den Schülerinnen und Schülern durchzudringen, dann kann so eine Unterrichtsstunde, nach der man weiß, ja, die Kinder haben das verstanden und den Lehrstoff vielleicht sogar mit einer Begeisterung aufgenommen, so einige Fünfe auf der Uni kompensieren. Vor meinem Studium hätte ich gerne gewusst, auf welche Programmiersprachen ich mich vorbereiten sollte. Da zahlt es sich wirklich aus, die Beschreibungen der Lehrveranstaltungen genau durchzulesen. Auch, dass es so etwas wie ein Erstsemestrigen-Tutorium gibt, hätte ich gerne gewusst. Da bin ich dann zufällig hingeraten und bin dann auch direkt dort geblieben. Dort lernt man dann andere Lehramtsstudierenden kennen aus dem eigenen Studiengang und auch bekommt wichtige Tipps aus den höheren Semestern. Infos dazu bekommt man auf der Seite der Studienvertretung unter erstsemestrigen Tutorium. Es gibt ein paar anspruchsvollere Lehrveranstaltungen, die viel Zeit beanspruchen. Da können dann auch die ein oder anderen Rückschläge vorkommen. Dort dann das Weitermachen, das war wirklich eine Herausforderung. Aber unter den Studienkollegen und Kolleginnen wird einem dann wirklich weitergeholfen, es wird keiner zurückgelassen, man schaut, dass man gemeinsam ans Ziel kommt. Im Lehramt sieht es eben so aus, dass man mit dem Bachelorabschluss für maximal 5 Jahre in einer Schule unterrichten darf. Danach muss ein Masterabschluss vorgelegt werden. Und da ich nach dem Abschluss des Bachelors eben noch entsprechend auf die Uni konzentriert bin, möchte ich direkt darauf das Masterstudium beginnen, um nach dem Abschluss eben eine zeitlich uneingeschränkte Anstellung anstreben zu können.